voll entgegen. Nein. So fies bin ich ja nicht. Oder vielleicht doch. Ja, vielleicht doch. Höhö. Ja, ich bin in. Ich bin in. Geh weg. Also, ich bin nicht. Nicht bei Need for Speed. Nee. Nicht? Ich bin innen. Ja, jetzt komm ich. Ja, als hättest du mir irgendwie benommen, weil wir uns gerammt haben, ne? Ich konnte nicht mehr ausweichen. Nö, sag ich auch immer. Konnte ich echt nicht, ich war schon in der Kur. Alter. Ja, das hättest du auf die andere Seite lenken können. Nö. Tue ich ja gar nicht an. Nö. Ach ja. Zu zweit macht es dann doch wieder mehr Spaß, Alter. Ja. Ich hab jetzt, wir haben jetzt etwa zwei Parts aufgenommen, ne? So so 40 Minuten. 45 Minuten. Ja, genau, 37 Minuten bis jetzt. Komm. Nee, ein bisschen mehr. 2 Minuten, los, das schaffe ich noch. Und jetzt, ja, das finde ich, muss gleich achten, ne? Fahrt die Ernte jetzt zum Stahl. Was, Stahl? Nicht zum Stall, wir fahren die Ernte zum Stahl. Oh, das ist ein Türkenserver, wa? Keine Ahnung. Nix gegen Türken, aber ist einfach D-Dealer. Auf dem Nummernschild steht D-Dealer. Weißt du? Die Cops müssen sie nicht mehr anhalten. Die können einfach ans Nummernschild ranfahren. Ah, die sind Drogendealer, nehmen wir fest. Ja, ist so. Anstatt dass sie einfach ein normales Kennzeichen dran machen, wo man sich sofort sieht. Ehrlich so. Kommst du? Ja, ich bin unterwegs. Los, vor das Ding fahren. Laufen. Boah, schade. Ich wollte dich jetzt voll umbremsen, ohne Scheiß. Ist ja bei GTA 5 so, dann zerschnetzelst du ja, glaube ich, die Leute, ne? Fahre die Ernte zum Stahl, lol. Ne? Boah, 7000, du weißt, dass wir noch Jobkleidung anhaben. Ja, stimmt, mit dem wollte ich jetzt nicht in mein Auto steigen. Stahl, fahre die Iron. Ernte zum Stahl. Jetzt ist, glaube ich, mein Spiel, nein. Na, erst in 5 Minuten können wir wieder fahren, Mann. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch so ein Rennen. Ja. Du weißt, wo der Mount Chiliad liegt, ne? Ich hoff's. Weil dann könnten wir von hier zum Mount Chiliad fahren, ne? Wir können auch von hier zum Flughafen. Obwohl, ne, zum Mount Chiliad und dann hoch. Ja, hoch, ohne das Auto zu killen. Und dann runter. Mit dem Auto killen. Ja, lauf mir vor das Auto. Du bist ein ganz schlauer. Mein Auto ist im Arsch. Egal. Komm, ist nur optisch. Sieht nur so aus. Komm ich denn da jetzt am besten hin? Komm hier vor. Wir starten am gleichen Ort. Ja, ich wollte jetzt hier von der Straße aus starten. Ich bin hier auf der Straße. Wo bist du denn, Kleiner? Ach scheiße, ich mache immer mit Rechtsklick Nitro. Warte, ich fahr mal. Bist wahrscheinlich auf der anderen Straßenseite. Wollte schon sagen, hoffentlich hat's keine Objekte nicht geladen. Ich komme mal zu dir rüber. Willst du mich verarschen? Jetzt wollte ich gerade zu dir rüberkommen. Nö. Okay, ich warte. Auf der anderen Seite. Der macht. Aber du hast einen Vorteil, du hast Nitro. Das stimmt. So, komm her. Ja, wo bist du denn? Mann. Ich steig kurz aus, damit du meinen Punkt auf der Karte siehst, ne? Also mein Autopunkt. Ja, ich sehe dich. Glaube ich. Ich hoffe, du bist es. Gehalt 7534. Ja, das bin ich. Bäh! Ich hätte dich jetzt fast überfahren. Aber warte. Bargeld 2000. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch auf meinem Dingen? Das sieht man nicht. Okay. Gut. Wir haben jetzt, glaube ich, 30.000, ne? Ich habe jetzt 30.000, ja. Ich habe auch wieder 30.000. Gut. Motor an. Und ich würde sagen, wir starten das Rennen von hier bis zum Mount Chiliad, ne? Ja. Okay. 3, 2, 1, go! Ich lass dich mal vorfahren. Oh, lol. Weil du nicht weißt, was ist oder wie? Richtig! Du weißt aber schon, dass ich als erster in Mount Chiliad hochfahren kann und du kannst nicht mehr überholen. Überholen will ich dich auch gar nicht.
Ach so, okay. So, wir müssen abhängen, damit er das, was er vorhat, nicht machen kann. Ja, sicher, du weißt, dass ich Nitro hab. Ich weiß aber auch, dass du nicht fahren kannst. Die Fresse. Das stimmt leider. Echt? Ja, ich kann den GTA S1 fahren. Wow. Ja, da ist mir, da ist mir das Heck kurz leicht geworden. Guten Morgen, Life Your Dream. Guten Morgen. Fuck. Geisterfahrer, YOLO. Kein Geisterfahrer mehr, kein YOLO mehr. So, da ist er schon, der Mount Chiliad. Der ist ja auch ein GTA 5, ne? Übelst geil. Mhm. Nur er ist viel größer. Er ist viel größer. Es, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um nach hoch zu kommen? 10 Minuten? Eine Stunde. Was? Wie viel bist du runtergefallen? Kein einziges Mal, ich bin aber die große Runde gefahren. Okay. Ich weiß schon mal, wie wir einen Part füllen werden. Wir werden mit einem Geländewagen den Mount Chiliad hochfahren. Wenn dann GTA 5 irgendwann mal noch in 10 Jahren für PC rauskommt. Ja, wenn ich bis dahin dann meinen neuen hab, dass ich dann auch spielen kann auf PC. Hast du deinen neuen PC immer noch nicht? Nein, Mann. Nö. Kein Geld da. Noob. Die Fresse. Bam! Ja, da kommt er schon angerummt. Fuck! Scheiße! Nein, Mann! Warte mal. Hey. Nö, ich warte nicht. Bitte, scheiße, ich komme hier nicht hoch. Der wartet wirklich nicht. Doch, ich warte. Ja. Ich habe kurz gewartet. Kannst du im Video sehen. Oh, wie süß. So. Ich hoffe, du weißt nicht, welcher Weg der schnellere ist. Nein, weiß ich auch nicht. Ich schon. Schön. Der eine ist nämlich irgendwie 3 Minuten lang und der andere 5. Mit dem Geländewagen. So, das hier ist nämlich der kürzere Weg. Ja, ich weiß. Aber auch bisschen steiler. Und das ist mit dem LG sehr schwer, weil der einfach nur die ganze Zeit am Rutschen ist. Es geht gerade eben eigentlich. Muss nur vorsichtig fahren. Scheiße, vorsichtig fahren, was bist du denn für eine Mende? Und hier werden wir, super, wenn wir irgendwann mal noch einen Sultan haben, werden wir hier mit dem Sultan hochballern. So mit einem Subaru Impreza so richtig rallymäßig einfach hochballern. Und dann wieder runter. So, ich hoffe, ich bin jetzt auch wirklich den kurzen Weg gefahren. Bist du den rechten Weg gefahren? Ja. Dann bist du den kürzeren Weg gefahren. Oh, aber shit. Ja, shit klingt gut. Nee. Ich bin fast irgendwo in die Absperrung reingefahren. Aber ja, nur in die Absperrung. Fast klingt auch nicht sehr gut. Vor allem ne, in die Absperrung. Boah, wie mein Motor sich quält. Er leckt mir am Arsch. Oh lol. Oh lol, oh lol. Runtergefallen? Nein. Schade. Ich bin nein! Absperrung. Ja! Da ist, nein. Ist das Heck gekommen und da bin ich voll in die Absperrung reingefahren. Aber zum Glück ist runtergefallen. Ich dachte, du bist ein dumm. Ja, die Feuerwehr, die ist irgendwie damit beschäftigt zu popeln, weil die können irgendwie kein Feuer löschen. Oder irgendwas anderes zu machen. Ich bin oben! Yay! Winner, winner! Wuhu! Man muss sich mal lenken und das Ding macht Donuts. Wuhu! Oh fuck! Hilfe! Nein. Was? Winner, winner, chicken dinner, ne? Ja, sicher. So, und jetzt fahren wir da auch hinten runter. Runterfahren oder runterfliegen? Ja, fallen. Okidoki. Arrivederci. Wie gut, dass keiner weiß, ich bin schneller als du. YOLO! YOLO! Ach du heilige Scheiße. Kacke. Miep! Nein! Au, 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 au! Mein Auto fährt noch! Es fährt noch! Scheiße, scheiße, nein, geh da weg! Nein! Bumm, ich bin fast zu. Boah, lol.
Ich bin... LOL, ich bin zwar voll durch, ich bin voll besoffen, aber... Ja, egal. Dein Energy ist explodiert und wird in der Werkstatt wieder repariert. Reparaturkosten deine Mama. LOL. Karlock, wenn nicht schlecht. Danke. So, deine Fahrzeuge stark bis beschädigt, was du nicht sagst. Ich dachte, das Motorrauchen und das kaputte Klingeln, das sei normal. Alter. Und dass ich keine Front- und Heckstoßstange mehr habe, das dachte ich wäre auch normal. Das ist normal, ja sicher. Ja, classic. So, jetzt haben wir gleich eine Stunde. Dann, ich fahre jetzt nochmal kurz zum Paint Spray. Um die Auto, um die Auto zu reparieren? Um die Auto, ja, sicher. Die oder die nächste? Die nächste, ne? Ja, die nächste. Die nächste, ja. Du kannst aber auch rausspringen einfach. Also runterspringen. Am PNS. Ich hoffe, das macht mein Auto mit. Ja. Wenn du vorsichtig bist, schon. Aber da ich dich kenne und ich weiß, dass du nicht vorsichtig bist, wird das in die Hose gehen. Er fährt natürlich... Was machst du? Gut, ist da einfach nur... Was hast du gemeint? Ja, das habe ich gemeint. Ich sag ja, du bist nicht vorsichtig. Du hast davor nochmal so richtig schön Gas gegeben, ne? Ja, weil ich nicht wollte, dass er sich irgendwie da verkeilt. Und dann das wollte ich aber. Ja. Irgendwann müssen wir uns, wenn wir noch so lange auf dem Server spielen, bis wir genug Kohle haben, müssen wir uns irgendwann noch einen Geländewagen zutun. Und sonst werden wir das dann auf RSR machen. Ja. Weil, oh shit, da hätte ich runtergemusst. Weil ich bin so ein richtiger Geländewagen-Freak. Ja. Geländewagen kann man eigentlich weglassen, aber egal. Du weißt, hier im in San Andreas ist der Infernus ja das schnellste Auto, ne? Ja. Und du willst gar nicht wissen, wie viel schnellere Autos es in 5 gibt. Ey, das ist so übertrieben. Gibt's da auch einen Infernus? Ja, da ist der Infernus einer der langsamsten Supersportwagen. Okay. Wie sieht der aus? Und der ist schon schnell. Und wie sieht der aus eigentlich? Was ist es zum Verschnitt? Lamborghini Murcielago. Okay. Oder, nee, doch, der ist eine Murcielago und der andere, welcher war der Gallardo? Ich weiß nicht. Es gibt ja auch einen R8-Verschnitt, ne? Jo! Der 9F Cabrio. Au. Es gibt auch einen Bugatti-Verschnitt. Ja, aber den werde ich mir nicht holen, weil Bugatti finde ich übel hässlich. Es gibt auch einen Nissan GTR-Verschnitt und das Lustigste ist, der Bugatti ist das schnellste Auto des Spiels, so. Und der Nissan GTR, den kriegst du geschenkt, wenn du dir eine Garage kaufst, kannst du, also online, kannst du dir die Karre kostenlos holen. So, lol. Und wenn du den tunst, den Nissan GTR-Verschnitt, ist der schneller als der Bugatti. Obwohl, ja gut, den Bugatti kannst du nicht tunen, das ist das Problem. Lol. What? Da oben hängt ein Flugzeug. What the fuck? Lol. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zur Stadtteil, damit du dein Leben wieder regenerieren kannst, damit du was futtern kannst. Ja, wir fahren nicht zum BSN, weil dort $1000 Eintritt ist. Hm. Ja. Fahren wir zum Ding. Was ist denn mit dem? Die schreiben guten Morgen, Alter, wir haben 11:30. Es ist Mahlzeit und nicht guten Morgen, Leute. Da oben ist der Ballon. Mit dem wollte ich eigentlich letztes Mal auch fliegen. Bin ich eigentlich auch. Nur Aufnahme und so. LOL. What the fuck? Andromeda! Da steckt ein, Andromeda im Haus drin. Willst du mich verarschen? Nein, ist nicht richtig. Steckt nicht im Haus. So. Gucken wir noch kurz, ob wir jetzt den Job auch noch wechseln können, weil dann können wir noch einen anderen Job zeigen. Wollte ich sowieso machen. Ich habe in 10 Minuten Payday. Ich hatte vor 10 Minuten Payday. Payday 2. Payday, keine Ahnung wie viel. Nein, nicht hier im Spiel. Oh, schnell ist was, du stirbst gleich. Aber es gibt ja ein Payday, weißt du, das Spiel? Jo. Hast du das schon mal gezockt? Ne. Aber ich habe einen Kumpel, der suchtet das die ganze Zeit. Hammer geil. Ich suchte es nicht, aber es ist cool.
Ich kann den Beruf noch nicht wechseln. Ich soll noch einen Moment warten. Wie lange ist ein Moment? Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, ich muss auch noch einen Moment warten. Wahrscheinlich eine Stunde. Ach, da ist mein Auto. Es ist voll getarnt, Alter. Ich hab voll das Tarnauto. Wahrscheinlich musst du eine Stunde warten oder so. Ja, habe ich aber, glaube ich, schon. So, Motor. Wo ist eigentlich dein Auto? Mach mal Carfind. Oder Find Car. Ich weiß es nicht, wo das ist. Eben, dann mach Carfind. Oder Car, Find Car. Find Car. Sag mir, wodurch? Rechts in Richtung Flughafen erstmal. Ah, ich, dann ist es wahrscheinlich im Autohaus. Vermute ja, das ich jetzt kann mal. Sein. Boah, Andromeda. Alter, das, ich erschreck mich immer wieder. Ah, Mann, Radio aus. Wie gesagt. Jo, ist am Autohaus. Falls ihr irgendwie copyright-freie Musik kennt, einfach Link her. Jo, da ist ein Auto. Es wird gerade. LOL. So werden Autos produziert, Leute. Fick dich! Ja. Soll ich dir kurz helfen? Nein. Ich schaff das schon. Du schaffst das, bist du dir ganz sicher? Ich bin drin. Okay. Carlock. Eigentlich müsste ich mir wieder so ein K-Binder machen, bin ich aber viel zu faul für. Wo willst du hin? Wollte ich dich gerade verragen. Was wollen wir noch machen? Keine Ahnung. Da hinten ist Gangfight-Gebiet. Machen wir ein Gangfight. Zu zweit, ne? Gegen die ganze Gang. Ja, sicher. Ja, ohne Waffen. Ohne Waffen. Ne, wir haben unsere Autos, das reicht. Gehen wir der netten Blume aus dem Weg. Hast du es eigentlich schon gesehen? Komm mal mit. Ich zeig dir mal was. Oh lol, oh lol. YOLO. Komm, ich zeig dir jetzt kurz was. Lol. Du Homo, Alter, bist bescheuert in der Birne? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Was ist denn für eine abgefahrene Scheiße? Guck mal hier. Tierhandel, hier gibt's einen Papagei. Und einen Hund. Soll ich dir mal was sagen? Was? Besitzer. Lies dir mal den Besitzer durch. Warum? Woher kenne ich den bloß? Ja. Sage ich jetzt nichts zu, ne? Ich schweig auch. What the fuck, ey? Hund kostet 100.000, deine Mama kostet 100.000. Ja, der Hund ist wahrscheinlich goldig oder kackt irgendwie Geld. Ja. Aber du kennst den auch, ne? Irgendwie? Ja. Gut, dann bin ich schon mal nicht der Einzige. Das ist ja schon mal. Aber es wäre echt mal so cool, wenn du den Hund kaufst und der kackt wirklich so Geld. Nutze ich nämlich nur Lohn. Was wollen wir machen? Weiß ich nicht. Bankrupt ohne Waffen. Wie auch awesome das wäre. Jetzt bringe ich dich. Oh, Alter, wie langsam bist du? Ja, ich will hier nicht volle Kanne in die Wand ballern. Oh. Wollen wir noch mal einen Job machen? Oh, ich war zu schnell. Oh, ich auch. Boah, 7600. 8400. Wie schnell bist du gefahren? Ich war 90. 111. 109. Lag. Und. Lol, Alter. Wieso bin ich so besoffen, ey? Weil du irgendwas gerammt hast. Ja, dich. Auto. Ich muss heute auch noch aufnehmen. Nee, nicht anlegen. Na, fu dich. Abbrechen. Bäm! Bäm! Lol. Bäm! Ach,
Bam! Oh lol, du bist fast tot. So, mach ich halt hier. Was machst du da? Verpiss dich. Hans Wurst. Geil. Könnte ich gewesen sein. Hast du eigentlich ein Haus? Ne. Dann komm mal mit. Ich denke zwar nicht, dass du hier noch ab und zu mal spielen willst, aber komm trotzdem mal mit. Ja, ich habe jetzt kurz F gedrückt, bin aber glücklicherweise nicht rausgesprungen. Lol, hier ist auch ein Haus. Ah, lol. Aber es gehört schon irgendjemandem. Ja, aber Miete, wie viel ist das? $100. Stehst im Weg und ich bin besoffen. Ja. Auch. Kannst hier hinten parken? Also ist cool, wenn man eine Burgerbude um die Ecke hat. Direkt hinter seinem Haus. Motor. Ich würde noch parken machen, ne? Warum? Warum? Darum. Dann kannst du hier Hausmieten machen. Du hast erfolgreich ins Haus eingemietet. Jo. Verpiss dich. Verpisse dir. Alter. Ich bin der Schlägertyp. Ja, bam, 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 bam. Bamst du. Ficker! Oh ne, du bist fast tot. Du darfst auf Level 1 noch keine Leute töten. Ich weiß, deshalb mache ich es auch nicht. Was passiert dann eigentlich? Bann? Keine Ahnung, ja, ich glaube, du wirst gebannt. Ja, Alter, das will ich ausprobieren. Komm her, komm her, komm. Ach ne, wir wollten ja. Ja, egal. Wir prügeln uns jetzt hier noch und dann machen wir aus. Warte, ja. Bist gebannt? Vier, Alter. Nein, ich bin nicht gebannt. Was dann? Alter, ich habe 4 Sterne. Lol. Dann komm mal her, ich will sehen, wie du abtransportiert bist. Was, ich hau ab, Alter. Was ist mit dir? Ja gut, ich würde sagen, wir beenden hier die Aufnahme. Irgendwie verpisst euch. Irgendwie die letzten zwei Aufnahmen habe ich immer mit einem Tod beendet. bin letztes Mal schon gestorben, Alter. Weil ich aus dem Luftballon rausgesprungen bin. Statusverbrecher. Also, ich würde sagen, wir beenden hier die Aufnahme. Link von Mr. Metal Singer ist in der Beschreibung. Guckt bei ihm auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Tschö.